Okay, Leute. Ich glaube, dass das sogar eines der Hauptgründe ist, warum wir unzufrieden sind, dass wir das hier und jetzt nicht annehmen. Ganze meins. Du machst dein ganzes. Deine ganze. To learn how to cook. Hello. Ich habe heute, wie man sehen konnte, einen kompletten Entspannungstag gemacht, weil ich letzte Woche auf der Gamescom war. Heute ist Montag und es war wie immer halt super anstrengend, weil jeden Tag irgendwas anstand. Ich auf mehreren Partys war. Normalerweise gehe ich ja gar nicht aus und habe meinen geregelten Schlafrhythmus. Deshalb diese Woche war alles anders und alles durcheinander und anstrengend. Und deshalb habe ich mir noch einen freien Tag genommen, Self-Care das Maximum betrieben. Auf jeden Fall ist es gleich auch schon Schlafenszeit. Es ist ein bisschen bitter, als ich unterwegs war. Ich hatte meine Festplatte mit, weil ich dachte, oh, ich kann Videos schneiden. Und dann ist mir die Festplatte runtergefallen und kaputt gegangen. Und es sind mehrere Videos einfach weg. Also das ganze Rohmaterial ist einfach weg. Whatever. Egal. Loslassen. Weitermachen. Deswegen gibt es hier jetzt einen neuen Vlog. Diese Woche wird hoffentlich ein bisschen entspannt. Ich habe auf jeden Fall vor, viel zu lesen. Ich bin ja gerade mitten in ACTA. Finde es bisher sehr, sehr nice. Das werde ich diese Woche, glaube ich, noch auf jeden Fall zu Ende bekommen. Und auf meinem Kindle habe ich 1000 Boy Kisses angefangen. Und oh mein Gott, ich habe in meinem Leben noch nicht so viel geheult wegen einem Buch. Und es hat auf Seite 15 angefangen. Ich saß im Café. Es war vorbei. Auf der Rückfahrt am Zug. Ich habe weitergelesen. Ich bin auf Seite 140. Vorbei. Vorbei. Ich liebe es einfach, mir geile Getränke zu Hause zu machen. Es ist eigentlich nur Zitronenwasser mit ein paar Himbeeren aus dem Tiefkühlfach und Eiswürfel. Also viel besser als einfach normal Wasser zu trinken. Heute ist mein erster Arbeitstag nach dem Urlaub wieder und ich bin schon noch gut angeschlagen. Also einfach so energietechnisch sehr müde. Ich habe mir vorgenommen, durchzuhasseln heute. Ich habe noch, nur noch 48 offene E-Mails. Ich hatte über 300, als ich heute angefangen habe. Zum Glück ist das meistens Spam oder irgendwelche Typen, die ganz komische Sachen schreiben. Heute ist so ein richtiger cozy Tag. Wirklich. Es ist schon so herbstlich draußen und ich freue mich so hart auf den Herbst, wirklich. Ich werde nicht aufhören, über herbstliche Sachen zu sprechen, sobald September anfängt. Was in literally 3 Tagen ist. Übrigens, ich bin so traurig, dass ich schon alle Folgen The Summer I Turned Pretty geschaut habe. Ich vermisse es gerade einfach, irgendwas zu gucken. Und diese Serie, am Anfang dachte ich, oh mein Gott, die ist trash, weil ich fand die Bücher auch nicht so gut. Ich glaube, ich habe dem ersten 2 Sterne gegeben, um ehrlich zu sein. Aber jetzt habe ich doch Bock, weiter zu gucken. Und ich bin jetzt doch hooked. Obwohl ich schon weiß, was passiert. Deswegen freue ich mich auch sehr auf Staffel 3, weil das dritte Buch war mein Favorite-Buch von den dreien. Ja. Okay, let's go. Jetzt wird weitergearbeitet.
Ich habe gerade Feierabend gemacht und ich zocke gerade noch ein bisschen Hogwarts Legacy. Ich habe wieder richtig Bock auf das Game. Dann muss ich gleich aber auch schon los zur Therapie. Aber solange noch ein bisschen Gönnung. Hallo, ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen. Ich hatte gestern Abend richtig schlechte Laune noch, aber ich habe auch schon den Grund gefunden. Das Ding ist, Therapie hat auch gar nicht dabei geholfen, weil wenn ich in diesem Modus bin, wo ich so schlechte Laune habe, dann beschwere ich mich einfach permanent über alles. Und es bringt aber halt nichts, sondern es macht es halt nur schlimmer, wenn ich die ganze Zeit darüber rede, wie genervt ich bin und wie abgefuckt ich bin. Und zwar, also ich glaube, dass das sogar eines der Hauptgründe ist, warum wir unzufrieden sind, wenn nicht sogar der eine Grund. Und zwar, dass wir das hier und jetzt nicht annehmen, dass wir es ablehnen und sagen, nee, ich finde es scheiße, wie es gerade ist. Man darf Sachen auch scheiße finden, wie sie gerade sind, aber es macht halt keinen Sinn, wenn man permanent alles immer scheiße findet, wie es gerade ist. Und vor allem, wenn man in einer Situation ist, wo man unzufrieden ist, dann gibt es eigentlich nur drei Optionen. Entweder man verlässt die Situation, man verändert die Situation und wenn das beides nicht möglich ist, dann muss man die Situation akzeptieren, weil ansonsten ist man unglücklich. Und wenn ich mich halt gegen alles wehre, wenn ich mich dagegen wehre, dass ich arbeiten muss oder wenn ich mich dagegen wehre, dass ich früh aufstehe und das sind eigentlich alles Sachen, die ich freiwillig mache. Also gestern habe ich sogar gedacht, so, oh, und am Wochenende muss ich wieder Videos schneiden und bla 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 bla. Aber das sind ja Sachen, die ich machen möchte und für die ich mich entschieden habe. Mein Unwohlsein, mein Unzufriedensein geht ja nur davon aus, dass ich halt das jetzt ablehne und dass ich das ablehne, was ich machen, ja nicht machen muss. Dass ich das ablehne, wofür ich mich entschieden habe, was ich mache. Weil manchmal denke ich mir dann so, oh, ich will einfach nur im Bett liegen. Ich will einfach nur lesen und Videospiele spielen und ich will einfach nur dafür Zeit haben. Aber to be honest, in den Tagen, wo ich einfach gar nichts mache, geht es mir auch nicht gut. Also es hat gar nichts damit zu tun. Weil in den Tagen denke ich mir dann auch so, oh, der Tag geht jetzt so schnell vorbei und dann kann ich schon wieder nicht machen, was ich will. Dabei mache ich eigentlich ja jeden Tag, was ich will. Versteht ihr? Also nur halt andere Dinge. Die Zeit, um mich zu entspannen, um zu lesen, um zocken und was auch immer, die muss man sich halt nehmen. Aber es ist ja auch nicht, ich weiß nicht, es muss ja nicht erstrebenswert sein, 8 Stunden am Tag zu zocken. So, ich kann ja auch einfach 1 Stunde zocken. Dafür werde ich irgendwie die Zeit finden. Und dann werde ich auch glücklich sein. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich mich denn, also wenn ich es denn zulasse, dass ich dann damit glücklich bin. Auf jeden Fall habe ich heute beschlossen, ich werde meine Wahrnehmung wieder umprogrammieren. Wie heißt es nochmal? Ach, keine Ahnung. Umschreiben. Ich werde es umschreiben, wie ich denke und fühle über die Sachen, die ich halt mache. Zum Beispiel habe ich heute Morgen, als ich aufgewacht bin, versucht, mich nicht dagegen zu wehren, dass ich jetzt um 6.30 Uhr wach bin, sondern zu sagen, hey, ich bin voll dankbar und voll froh, dass ich so früh aufgestanden bin, weil ich dann mehr Zeit für mich habe und mich nicht hetzen muss morgens. Und dann habe ich auch Yoga gemacht, weil erst dachte ich dann so, oh, ich will jetzt nicht Yoga machen. Und dann war ich so, nein, ich gehe jetzt Yoga machen. Und dann bin ich dankbar dafür, dass ich mir die Zeit genommen habe, mich zu bewegen, mich mit mir selbst zu connecten. Ja, sobald man anfängt, diese Sachen so anders zu sehen und in einem anderen Licht zu betrachten, ist man halt auch wieder viel zufriedener. Jetzt gerade bin ich happy, dass ich hier sitze und was aufnehmen kann. Gerade habe ich Gossip Girl geschaut. Ich freue mich auch schon sehr auf heute Abend. Auch so eine Sache, die zu Lebensglück beiträgt. Man sollte immer mindestens eine Sache haben am Tag, auf die man sich freut. Oder irgendwas planen, auf das man sich freut. Heute Abend habe ich nichts geplant. Und genau deshalb freue ich mich drauf, weil ich einfach Bock habe, irgendwie ein bisschen zu zocken, zu lesen. Heute fahre ich auch ins Büro. Das heißt, ich habe die ganze Hin- und Rückfahrt zum Lesen. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist immer so nice, dass ich halt dann aktiv, ich habe sonst nichts anderes zu tun, wenn ich dahin fahre. So, ich mache mich jetzt noch eben zu Ende fertig. Dann gibt's Frühstück. Ich habe schon so Hunger. Ich schäme mich, das zu sagen, aber ich habe es auf TikTok gesehen. Rohkost mit Königen Frischkäse und Senf. Und seitdem ich das gesehen habe, wollte ich es auch ausprobieren. Und heute ist so ein Tag. Heute habe ich Bock auf Rohkost. Hallo Milli. Hat Milli auch Lust auf Rohkost? Oh, lecki, lecki. Oh, schmatzi, schmatzi, schmatzi. Mein Abendbrot jetzt. Okay, Leute. Ich habe euch noch einen Buchhaul versprochen. Es sind alles Bücher, die ich seit letztem Monat gekauft habe. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich
einmal viele Bücher kaufe und dann mir quasi verbiete, weitere Bücher zu kaufen, bis ich die halt durchgelesen habe. Ich kann das nicht, immer ein Buch nach dem nächsten kaufen. Geht irgendwie nicht. Auf jeden Fall sind das die Bücher, die ich gekauft habe. Innerhalb wirklich kürzester Zeit. Also war in Nürnberg letzten Monat mit meinen Freunden. Und da habe ich 3 Bücher gekauft. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe direkt 2 Bücher gekauft. Habe aber auch parallel noch 5 Bücher bestellt und noch eins geschenkt bekommen. Ich zeige euch die alle. In Nürnberg war ich und habe ein Buch gelesen, was fast durch war. Und dann war ich so, okay, ich brauche noch mehr Bücher. Und da habe ich mir 2 Bücher gekauft. Und zwar einmal The Inheritance Games und einmal A Good Girl's Guide to Murder. Und das hier habe ich noch in Nürnberg angefangen und auf der Rückfahrt komplett durchgebinged. Also ich habe, glaube ich, 200 Seiten am Stück einfach gelesen. Das habe ich noch nie mit einem Buch gehabt, wirklich. Das war so ein geiles Buch. Und ich will auf jeden Fall auch noch die anderen Teile lesen. Ja, ich muss erstmal durch diesen Stapel durchkommen. Und The Inheritance Games habe ich auch gekauft und direkt nach A Good Girl's Guide to Murder angefangen. Ich fand das Buch auch gut. Jetzt nicht unfassbar krass, aber ich fand es auf jeden Fall gut. Und fand es auch so gut, dass ich dann nach Hause gekommen bin, direkt Teil 2 und 3 gekauft habe und alle hintereinander gelesen habe. Und auch hier, die Autorin hat noch eine zweite Reihe, The Naturals. Die will ich auch noch unbedingt lesen, weil es hat mich schon gecatcht. Ich fand es schon nice. Ich glaube, das letzte Buch fand ich am besten. Und in Nürnberg habe ich auch noch ein weiteres Buch gekauft, und zwar das hier. Das ist ein bisschen out of character von den anderen Büchern. Es ist nämlich Non-Fiction und es ist quasi einfach nur eine Sammlung von Therapeutengesprächen, glaube ich. Aber es hat mich sehr angesprochen und vor allem das Cover ist so hübsch. Ich brauche das einfach. Habe ich auch schon angefangen, aber noch nicht wirklich weitergelesen. Ich habe erst 20 Seiten gelesen. Das ist so eine Sache, das lese ich, glaube ich, so über Zeit verteilt. Dann eine Bücherreihe, die ich unbedingt lesen wollte, nachdem ich Fourth Wing gelesen habe und mir das schon so gut gefallen hat. Ich bin nämlich jetzt schon irgendwie ein Fantasy-Reader geworden und enjoy das sehr. Ist die Agatha-Reihe. Die gesamte natürlich. Auf Amazon bestellt. Habe ich auch schon fast durch tatsächlich. Das werde ich auch diesen Monat, denke ich, auch noch beenden. Es sind jetzt nur noch, sind nur noch so 40 Seiten. Heidewitzka. Ich freue mich übel. Ich habe gehört, dass das erste Buch solide sein soll, gut sein soll, aber es ab dem zweiten Buch erst so richtig abgehen soll. Und da bin ich sehr drauf gespannt. Ich freue mich unendlich. Und dann kommt noch das dritte, dann eine Novelle und dann nochmal so ein richtig dickes Buch. Jetzt beginnt der Herbst. Ich freue mich sowieso schon so auf den Herbst und auf Lesen im Herbst. Und ich glaube, Fantasy-Lesen im Herbst ist wirklich Peak. Ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe, ist Girl in Pieces. Das habe ich auch mehrere Monate auf der Bestsellerliste gesehen im Thalia. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich habe ein bisschen Angst, das zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich es lesen kann und werde. Einfach weil die Themen sehr triggering sein könnten. Und davor habe ich Angst. Auf jeden Fall werde ich das ein bisschen depriorisieren und erstmal ganz viele andere Sachen lesen. Und wenn ich mich irgendwann bereit fühle und ich irgendwann Bock drauf habe, dann werde ich das lesen. Und dann habe ich ja auch noch gekauft. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie noch zum Bücherhaul dazu gehört. Aber ich habe mein Kindle gekauft. Und ja, ich habe das Kindle mit Werbung. Das liegt daran, dass es das grüne Kindle nur mit Werbung gab. Und ich bisher zu faul war und zu blöd war, das wegzumachen. Aber so sieht das ganz aus. Ist das nicht wunderschön? Das sind die ganzen Bücher, die ich gekauft habe. So dumm. Ich habe eine Woche keinen Sport gemacht und ich fühle mich direkt so, als ob ich gar nichts mehr könnte. Aber morgen gehe ich zu Kursen und da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, ich werde jetzt noch einen entspannten machen und ein bisschen zocken. Ne, weiß ich leider nicht, wie man das bekommt. Ich hab's durchgelesen.
Ende war crazy. Also wirklich crazy, crazy. Aber so ein gutes Buch. Ich freue mich auch schon total, jetzt den zweiten Teil anzufangen. Aber davor muss ich noch ein anderes Buch zu Ende lesen. Weil sonst werde ich das nie zu Ende lesen. Und damit, ich habe heute meinen Tag einfach mal mit Lesen gestartet. Weil ich halt wirklich nicht mehr viele Seiten übrig hatte. Und ich es einfach durchlesen wollte. Heute geht es wieder ins Büro für mich, so wie gestern. Ich mache ja meistens Homeoffice oder schon ziemlich viel. Aber heute gucken wir in der Mittagspause Trash-TV zusammen. Und darauf freue ich mich. Ich habe gerade Feierabend gemacht und gehe jetzt zum Sport. Ich habe jetzt gerade noch, ich wollte gerade Ex on the Beach sagen, aber es ist Are You the One geschaut und meine Haare jetzt geflochten. Und es ist schon später als meine normale Schlafengehzeit. Ich dachte mir, ich mache heute mal einen entspannten und morgen dann auch ein bisschen entspannter. Ja, ich gehe jetzt ins Bett, lese noch eine Runde und versuche mit dem Ding hier zu schlafen und hoffe, das klappt. Und ich wollte mich einfach noch verabschieden von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt auch gerne einen Kommentar. Junge, es sieht halt immer so affig aus, wirklich. Es sieht so affig aus. Naja, gute Nacht, Leute. Ich hau rein. Tschüss.